Ich grüße euch zum fast letzten Video im Jahr 2023. Eigentlich wollten wir heute nebenbei ein bisschen angeln, aber seht selbst, es ist alles gefroren. Vor kurzem hat es hier auch viel geschneit und es war sehr kalt. So, dieses Video beinhaltet heute eure Fragen, weil die stehen heute im Mittelpunkt. Ihr habt uns Fragen gestellt, wir antworten heute drauf. Im Anschluss kommen noch so ein paar Szenen aus diesem Jahr von den ganzen Videos zusammen. Mal gucken, vielleicht finde ich noch das ein oder andere Outtake-Video, was ich mit ranhänge. Und wenn es euch gefällt, denkt dran, teilen, liken, kommentieren. Mit dabei sind aktuell Steven, Uta und die Kinder. Die sind schon hier. Wir warten jetzt auf René, auf Paul und auf Stan. Stan kennt ihr noch nicht. Er war schon mal in einem Video mit bei. Das ist der Bruder von Paul. Aber vielleicht sehen wir ihn ja nächstes Jahr ein bisschen öfters. So, Mike kann heute nicht dabei sein. Der ist nämlich aktuell erkrankt. Viele Grüße gehen nochmal raus an euch vom Mike. Soll ich extra ausrichten. Und dann werden wir ihn nächstes Jahr bestimmt wiedersehen. Aber jetzt zum Video. Jetzt sind wir alle vollständig. Habt da ja vorne die Kinder, die kennt ihr ja schon. Eigentlich kennt ihr ja alle. Steven, René ist da. Stan. Auch mal da. Auch mal da. Aber wie gesagt, ein Video gibt es ja schon, wo er zu sehen ist. Und Paul. So, da kommen wir mal zu euren Fragen, die ihr gestellt habt. Ich habe die alle auf dem Handy gespeichert, weil wir ja keine Karteikarten zu Hause mehr hatten. Wir ja keinen schief angucken. Nicht mal Karteikarten, wir leben im 21. Jahrhundert, nimm das Handy. Ich wollte es ja auf die Karten schreiben. Ach, pappalapapp. Sieht vielleicht besser aus mit dem Handy, aber die Fragen kannst du nochmal unten extra einblenden. Ja. Und jetzt auch, wenn du hier regelst? Ja. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, also müssen wir laut und deutlich reden. So, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Und zwar wurde die Frage gestellt, könnt ihr eure Videos auch ein bisschen interessanter gestalten? Sind immer so eintönig. Tja, was soll ich sagen? Das ist Karpfenangeln und ist eigentlich im Prinzip immer das Gleiche. Man trifft sich am Wasser, man wirft aus oder sucht sich vorher die Stellen und dann wartet man stundenlang. Wenn ihr Ideen habt, wie wir es noch interessanter gestalten können, schreibt in die Kommentare, gebt mal ein paar Tipps. Ab nächste Jahr kommt noch Raubfischangeln dazu. Kriegen wir schon hin. Genau, habt ihr noch irgendwelche Ideen? Ich meine, in den einen Video habt ihr ja schon gesehen, was wir was Neues haben. Was wir von der Luft aus dann auch filmen können. Und ja, Unterwasserkameras haben wir auch, aber an manchen Stellen kann ich es halt nicht verwenden. Da habe ich immer Angst um die Kamera. So. Hier noch irgendwelche Ideen? Nö, war. Kommt dann spontan, denke ich. Von dir kommen ein paar Waller-Videos, oder? Ich hoffe dann ja. Wenn du schaffst. Genau, Waller wollen wir nächstes Jahr auch wieder. Stan hat die Aufgabe gekriegt, Waller zu angeln. Da werden wir dann bestimmt ein paar schöne Fische haben. So, nächste Frage. Nächste Frage. Wie kommt es, dass ihr so viel Erfolg habt beim Angeln? Ich. Was heißt Erfolg? Dass wir vielleicht viele Fische oder so. Also Erfolg, davon kann ich zum Beispiel kein Lied singen. Ja, Erfolg. Also dieses Jahr lief bei mir ziemlich schleppend. Erfolg, naja, manchmal haben wir Erfolg, fangen wir den Zielfisch, manchmal halt nicht. Aber wir filtern ja auch vorher nicht an. Wir haben immer noch ein bisschen Futter dabei und entweder beißt es oder beißt es nicht. Nee, ob es ein großer oder ein kleiner ist. Wichtig ist auf jeden Fall Zielfisch, den wir an den Tag fangen wollen. Mhm. Gab auch schon Tage und Jahre, da habe ich auch nichts gefangen. Ja, genau. Also von daher, wir angeln so, wie wir das wollen. Machen unser Ding draus und gibt halt auch mal ein paar Videos, wo halt kein Fisch drin ist. Aber wir sind bemüht, immer Videos zu präsentieren, wo wir dann Fische zeigen können.
So, dann wurde die Frage gestellt, wieso der Name Vikings? Tja, kann ich ganz schnell erklären. Ich habe die Serie Vikings gerne geguckt. Ich höre die Musik. Ja, Vikings-Lieder. Im Auto und auf und ab. Ja. Also von daher kommt dann auch Vikings-Angler. Das ist dann irgendwann mal so gekommen und ist bisher geblieben. Habe ich eigentlich auch nicht vor, das zu ändern, weil wir fangen ja an, Klamotten zu drucken und so weiter. Also, es gibt doch bald Merch, wenn ihr Bock habt. Schreibt es mal in die Kommentare. Genau, also kurz und knapp erklärt. So. Dann eine schöne Frage. Da gibt es eine kleine Vorgeschichte. Da haben Steven und ich am Wasser gesessen und haben nicht gefangen. Das ging mehrere Tage lang so. Und dann habe ich dann das mit der Frage reingestellt bei Instagram. Und da hat dann Steven einfach mal runtergeschrieben, wann fangen wir wieder was? Also, es kam dann nochmal ein Video. Danach hat ja Steven dann auch seinen schönen PW-Karpfen gefangen. An dem See. Mhm. Sein letzter Karpfen dieses Jahr. Ich sehe auch immer noch mehr PWs knacken. So, welche Kameras nutzt du? Also, ich hatte vorher einen Camcorder gehabt und bin dann irgendwann umgestiegen auf GoPros. Aktuell jetzt mit der GoPro 9. Sieht man ja von der Qualität her wahrscheinlich auch. Und als Routencam habe ich auch GoPros, alte GoPros ersteigert. Die werden dann an den Routen platziert oder im Hintergrund, so dass man wirklich alles dann drauf hat. Die nächste Frage, ihr seid ja mehrere Personen, wieso nur du hauptsächlich? Also ich. Weil er ja die Videos schneidet. Wir und mehr alle, Zeit hat. Ja, und mehr zu faul Zeit. Dafür. Mehr Zeit würde ich jetzt nicht besagen, aber er schneidet die Videos. Also grundsätzlich habe ich das ja im Prinzip in Leben gerufen mit dem Kanal, weil ich einfach Bock drauf hatte und sonst sowieso nicht weiß, was ich zu Hause machen soll, nur Scheiße baue. Socken. Ja, wieso ich das hauptsächlich dann mache, habe ich ja eben erklärt. Bei dem anderen ist ja so, dass ich auch die Kameras alle habe und auch die Zeit habe, um die Videos zu schneiden. Wobei, wenn die anderen ja auch Videos machen würden mit Kameras, würde ich das auch schneiden und würde es dann auch mit in den Kanal mit reinnehmen. Ich habe sowieso vor, den YouTube-Kanal ein bisschen zu teilen, habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Es gibt ja den Reiter jetzt Videotagebücher, es gibt den Reiter Montagen und so weiter. Und so könnte man ja dann noch einen Reiter mit Raubfische machen oder Karpfen. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt in die Kommentare. Kannst du Montagen binden und hochladen als Videos. Ist unter anderem ja schon passiert, kann ich gerne nochmal machen. Dadurch jetzt so die Idee, dass ich so viele verschiedene Montagen mache, von Ronny-Rig bis D-Rig und sowas alles, das alles binde und dann hochlade. Ich denke mal, das wird jetzt so ein bisschen über die Weihnachtszeit so ein bisschen, oder über die Winterzeit passieren, dass wir den Algorithmus von YouTube so ein bisschen einhalten können und alle zwei Wochen vielleicht Videos hochladen können. Werde ich machen, wer von euch Bock hat, kann es auch machen. Dann kann ich du. Kannst du spinnen? Er kann hochladen, wie ein Wick kaufe und ja, genau, also wenn ihr sehen wollt, wie er die fertigen Montagen kauft und dann auspackt und ranmacht, einfach in die Kommentare schreiben. Genau. Also wenn ihr Bock auf sowas habt, auf Auspackvideos, ne, machen wir auch. Genau, Unboxing. Genau, Unboxing, danke, mit dem Volkan, ja, in jeden Fall. Geht ja auch auf Raubfische. So, also ich gehe wenig auf Raubfisch. Ich habe einfach keinen Bock und bin ehrlich gesagt ein bisschen zu faul, um die ganze Zeit mit Spinnfischangeln von See zu See oder Fluss entlang zu laufen. Das Einzige, was ich auf Raubfischen machen würde, wäre wirklich mit Köderfisch. Hatte ich ja nun schon dieses Jahr probiert, hat nichts gebracht, hat noch keiner gebissen. Das wird aber auch das Einzige sein an Raubfisch, was ihr wahrscheinlich von mir sehen werdet. René hätte wahrscheinlich Bock. Nee, nicht wahrscheinlich. Ich habe Bock auf Raubfischangeln. Auch wenn es bei mir komplizierter wird, aber da kriegen wir irgendwie hin. Ja, mit Paul. Ja, so wie ich Lust habe. Genau, mal so mal so. So wie er Lust hat. Ich werde es auch gerne begleiten, dass dann die anderen Leute da mal im Vordergrund sind. Und oder mal ein Video, wie wir auf Wels gehen. Können wir auch noch machen. Naja. Genau, das werden wir sowieso mal machen. Dann auch vom Boot aus auf Wels anklopfen. Das wäre auch mal eine Idee.
Aber da muss noch jemand den Angelschein machen für Raubfisch. Oder zwei Leute müssen es machen. Ich. Ja, also. Wenn die beiden hier auf Raubfisch angeln sollen, schreibt in die Kommentare, die sollen ihren Raubfischschein machen. Nicht? Wir richten eine Spende ein, damit wir den noch bezahlen können. War Spaß. So, macht ihr auch Gewinnspiele. Unter anderem schon passiert. Ich hätte auch Bock, wieder mal ein Gewinnspiel zu machen. Aber ich denke mal, wenn wir 500 Follower haben, dann hauen wir das nächste Gewinnspiel raus. Wie werden wir jetzt? 390. Ah, klar. Also, noch 110 Follower, dann kommt das nächste Gewinnspiel. Also anstrengend, teilen, liken, kommentieren, Follower sammeln. Und abonnieren. Ja, und abonnieren. So, warum sind doch Videos dabei, wo du nichts fängst? Bringt dir eigentlich nichts. Genau, dazu habe ich mir auch einen Kopf gemacht. Und das sind einfach nur mal Videotagebücher. Und Videotagebücher besagt ja, man geht ans Wasser, man angelt, geht entweder mit Fisch nach Hause oder man geht ohne Fisch nach Hause. Nicht jeder Fangtag ist nicht jeder Angeltag ist Fangtag. Und so ist es halt im wirklichen Leben. Nicht? Also gerade hier bei uns die Ecke, wo dann wenig Platz ist zum Angeln. Gerade im Sommer, wenn sie alle an Wasser sitzen. Also von daher. Das liegt doch daran, weil die Statistik ziemlich hochgegangen ist von Leuten, die jetzt sich einen Angelschein geholt haben. Genau. Das heißt, wir haben weniger Platz. Wir müssen gucken, wo kriegen wir Platz. Und dann ist halt auch die Frage, fangen wir da überhaupt Fisch? Aber das beißt sich ja quasi mit der zweiten Frage, warum wir so viel fangen. Genau, wir warum fangen wir so halt erfolgreich nicht, sind. Genau, warum wir so erfolgreich sind. Wir sind nicht immer erfolgreich. Wir sitzen tagelang am Wasser und fangen einfach gar nichts. Hier zum Beispiel haben wir ein Gewässer, gibt es eine coole Story. Eine Woche vorher war Marcel hier. Die haben wir fangen ohne Steven. Ende. Mit Steven. Dann war ich 3 Tage hier und ich habe nichts gefangen. Die ganzen 3 Tage lang nichts. So eine Momente gibt es halt auch. Genau, und das sind dann halt Videotagebücher und da muss man halt gucken. Dann, ja, irgendwann läuft es dann wieder. Ja. Ja. Das ist das wahre Leben. Wir können euch nicht immer nur die schönen Dinge zeigen, wie wir Fische fangen. Man muss euch auch mal zeigen, wie man Kähne fängt. Da sind wir ganz gut. Das ist ja so ein richtiges Video. Wie blänke ich richtig? Ja. So, außerdem, wenn ich die Videos hochlade, bleibe ich in diesem Algorithmus drin, dass YouTube dieses Video teilt. Das ist jetzt schwierig, weil alle 2 Wochen habe ich jetzt mal probiert. Naja, wenn in jeder Woche bist du besser in den Algorithmus drin. Also von daher, aber jede Woche kann ich ein Video hochladen, wo nicht gefangen wird. Wir können auch einfach online angeln gehen und dann können wir euch das auch zeigen, wenn ihr wollt. Also wenn ihr Bock habt, schreibt es mal in die Kommentare. Also nur online angeln. Also live am See. Oder wie meinst du das? Nein. Hä? Spielen, zocken. Ach so. Ach so, über der Playstation. Genau, also über die Playstation. Angeln. PlayStation. Da kann ich viele Karpfen präsentieren. Ja. Wenn ihr das wollt, dann können wir das auch machen. Das musst du dir auch noch kaufen. Ich brauche eine neue Version davon. Oder so. So. Jetzt kommt eine Frage an Uta gerichtet. Oh oh. Und da bin ich selber mal auf die Antwort gespannt. Und zwar, wir würden gerne mal in einem Video sehen, in dem Uta die Hauptperson ist und spricht. Oh, Mama. Das geht nur mit 1,8 im Ton. Mensch, hör doch auf damit. Also Mut muss sie sich schon antrinken. Ach, nein, weiß ich nicht. Bin eh gerne im Vordergrund. Ich halte mich eher. Ja, aber die Leute wollen Hintergrund. Das. Ja, wir können es gerne nächstes Jahr probieren. Wenn es nicht wird, dann ist es so. Wir kriegen nächstes Jahr bestimmt mal ein Video hin, wo so viel angeln geht und dann mal im Vordergrund ist. Und so oft bin ich gar nicht mehr da. Und dass wir den Algorithmus ein bisschen pushen, macht es wahrscheinlich ein Bikini. Ja. Nein, ich zeige nicht so viel Haut. Was? Ich zeige nicht so viel Haut. Dafür bin ich zuständig. Dafür ist Paul zuständig. Okay, Paul angelt im Bikini. Bohrradanzug. So, angelt ihr im Winter auch auf Karpfen? Wenn das Wetter vernünftig wäre, würden wir das wahrscheinlich mal machen. Ist jetzt schlecht,
Aber Flüsse sind aktuell jetzt frei, haben wir vorhin gesehen. Aber es ist kalt. Und ihr wisst ja selber, wie es im Winter Karpfen angeln. Naja, ich glaube, das werden dann noch mehr Videos, wo nichts gefangen wird. Ja. So, wieso machst du Videos? Hatte ich im Prinzip ja vorhin schon gesagt, wieso ich die Videos mache. Einfach aus Langeweile, weil ich Spaß dran habe, ich habe was zu tun. Ne? Also einfach. Wir wollen jetzt nicht so berühmt werden oder so die dicke Kohle verdienen. Wäre zwar cool, aber nee, machen wir nicht. Bei uns ist es halt wirklich hobbymäßig. Genau. Wir angeln gerne und aus Leidenschaft. Und warum sollen wir dann die anderen Leute nicht dran teilhaben? Genau. So, die nächste Frage. Angelst du für Fox oder Black Cat wegen deiner Sachen? Oder hast du das mal vor? Naja, da sage ich gerade Fox. Hier eine Foxjacke, eine Black Cat Hose. Wenn ich nicht so geizig wäre, hätte ich schon Fox-Unterwäsche bestellt. Nein, also ich angel nicht für Fox und nicht für Black Cat. Ich trage die Klamotten einfach gerne. Also das Einzige, wofür ich angle, ist für Northern Baits mit den Boilies. Dafür angle ich und sind halt auch coole Boilies. Haben hier an dem See gut Fische gebracht, wie René ja schon gesagt hatte und wie ihr da in den Videos gesehen habt. Das waren ja die ganzen Boilies von Black Cat. Von Northern Baits. Black Cat hat ja gar keine Boilies. Sollte sie meinen. Waller-Boilies. Gibt's ja welche von Top Secret. Und die waren auch. Ja? Also Top Secret habe ich hier noch nie was gefangen. Hatte ich damals genutzt, nutze ich nicht mehr. Also die Boilies von Northern Baits, für die angle ich. Und ich weiß, die sind gut. Die arbeiten gut unter Wasser. Und die werden auch in Zukunft bleiben. Habt ihr Sachen mit euren Logos? Ja, T-Shirts haben wir. 2 T-Shirts aktuell. Und wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Wir sind dran. Da werden wir noch mehr machen dann von unseren T-Shirts. Vielleicht gehen die auch mal irgendwann mal in den Verkauf. Oder werden mal bei Gewinnspiele verlost. Das können wir auch mal machen. Vielleicht mal bei 500 Abonnenten können wir mal ein T-Shirt raushauen. 1000. Bei 1000 gibt es eine Jacke. Oh, eine Baumwolljacke. So eine. Naja, reicht ja. Reicht ja aus. Nein, aber wir machen noch T-Shirts, Hoodies. Da kommt noch eine Menge, lasst euch überraschen. Spoilert jetzt nicht viel. Einfach schon gucken und dann werdet ihr das schon sehen. So, bei der nächsten Frage gibt es wieder eine kleine Vorgeschichte. Ich werde kein Schiff angucken. Und zwar in dem nächsten Video seht ihr ja, dass ich da einen Fisch gefangen habe. Und ich werde jetzt nicht sagen, was es für einer war. Ich werde die Frage jetzt ein bisschen umstellen. Und anschließend wurde die Frage gestellt, wie schwer war denn letzter Karpfen? Wohl wissend, dass wir den Karpfen nicht gewogen haben, hat er trotzdem die Frage reingeschmissen. Also von daher, ihr seht es im nächsten Video. Tropft auf meine Kamera. Es kommt noch ein Fisch. Markiert ihr Fische, um sie beim nächsten Mal zu erkennen? Also ich lehne strikt ab, Fische zu markieren. Ich weiß, auch hier in der Ecke gibt es einige Leute, die Fische markieren, indem sie Flossen beschneien oder irgendwie sowas machen. Ich finde es einfach nur krank. Also es gibt Fische, die erkennst du an einem Schippenbild. Das reicht mir völlig aus. Entweder habe ich den dann schon mal gefangen oder habe den vielleicht schon mal gefangen. Ist mir egal. Also Fische markieren mache ich nicht. So, das macht die Kinder weiter. Naja. Dann auch nicht, ja. So, die nächste Frage. Du und der Tanke seid ihr öfter zu sehen in den Videos. Was macht ihr beruflich, dass es so passt bei dem Angeln? Ich weiß es. Na, was denn? Ihr arbeitet bei Rettungsdienst. Genau, also Steven und ich sind im Rettungsdienst tätig. Ja. Durch diese Schichten haben wir viel Zeit, können dadurch auch viel ans Wasser fahren. Und mal schnell ein Video abdrehen. Also von daher, ich finde es geil mit den 24-Stunden-Schichten. Also hier 8 Stunden, ich glaube, das wäre nicht. So wie manche andere. 12 Stunden. Ja. 12 Stunden. 6 Stunden. Genau. Das ist halt der Vorteil, nicht? Also Steven und ich. Deswegen sind Steven und ich auch öfters dann in den Videos zu sehen. So, haben wir noch eine Frage? Ah, hier, die letzte Frage. Kannst du mal deine Routen, Rollen und so alles vorstellen? Ich denke mal, das können wir
nächstes Jahr mal ein richtiges Video darüber machen, welche Routen und Rollen ich so alles benutze. Ab und zu hat man es ja schon mal gesehen, welche Routen und Rollen. Eigentlich im Prinzip ist ja in jedem Video zu sehen. Da richte ich mal die Kamera rauf auf die Rollen und sowas alles. Und auf die Pieper. Also von daher können wir das nächste Jahr mal wirklich mal so ein Video machen, wo wir unser Tackle vorstellen. Nicht? So, ich denke mal, genau. Sind die ganzen Fragen durch? Ein paar sind ja zusammengekommen. Fand ich echt cool, dass ihr darauf geantwortet habt. Ich auch. Genau. So, was machen wir jetzt noch? Na dann, ich meine Abschluss. Weil es regnet. Wir haben Mitte Dezember. Wir sitzen hier bei 7 Grad im Regen. Also wir sind überdacht, aber es regnet. Also unser Bräuchchen ist schon nass. Ja, muss mir vorbereiten. Ich habe noch Weihnachtsmarkt nächste Woche. Das Problem ist, die Seen sind zugefroren. Sonst wollen wir auch nochmal angehen. Richtig. Und es auch. So gut, na, dann bleibt ja nichts weiter zu sagen, außer wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle gesund und munter nächstes Jahr wieder, wenn ich wieder Videos hochlade und viele, viele Likes sammle. Und dann die anderen dann auch die Videos machen. Mal gucken. Wird bestimmt cool. Kriegen wir hin. Ja. Wir geben uns Mühe. Immer das, was die Arbeit zulässt. Ja. Genau. So, Grüßchen. Alles klar, Tim. Bis dann. Genau. Und für alle, die am Wasser sitzen, denkt dran, wünsche ich Tight Lines. Haut was raus, bis zum nächsten Mal. So. Wir werden jetzt für ein paar Stunden mal an einem See versuchen, an einem Waldsee, und schauen, ob wir einen Karpfen überlisten können. Ja. Sam, möchtest du auch? Nein, ich hab mein Würmchen. Mein erster Karpfen 2023. Yay! Ganz! Sag endlich ganz! Halt, stopp! Hier wird nicht gestritten. Guter, was machst du denn da? Hast du etwa Angst, Potter? Trotz Ostwind und Regen hat dieser schöne Graser angebissen.
erstmal die Köderfische fangen und mache jetzt meine Hechtmontagen erstmal fertig. Ja, der ist dran. Eine schöne Schleie hat er gefangen. Keine Ahnung, was er damit vorhat. Schönes Prachtexemplar. 4 Uhr. Papa, ich glaube. Hat die Route gelegen. Blasenspur gesehen, direkt abgerannt. Top. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Von Northern Bates, Griller Garlic. Zentimeter. Kleiner Satz, der muss hier wieder rein. Alle so die gleiche Größe, zwischen 35 und 40. Aber es lohnt sich. Herzlich willkommen! Beim Vikingsangler! Und winken bitte. Nein, ist keine Brasse. Ich habe kein Brassenfutter. Auch ich habe meinen Spiegel gefangen. Aber der geht schnell wieder rein. Gute Eier, das ist eine Kampfbrasse! Meinst du? So, René, wie ist es so? Ende des Jahres mit dem ersten Karpfen. Ah, du, das ist ein Erfolgserlebnis. Wie ihr seht, es läuft. Sind zwar bloß kleine, aber wir hoffen, was größer wird.
denn der? Piek dich um. Den will ich drin lassen. Bitte, dann will ich hören im Video. Du hast schon längst auf Dings. Was hab ich? Du nimmst nicht mehr auf die Bedienung. So, los, mach jetzt. Bitte. Kannst du das danach dann mit drin machen? Ja, ja, mit dem Hüppi. Mach doch. So. Tschüss.